jetzt hier mit Lisa von Heime Homes. Hi! Willst du vielleicht einfach mal selber was über euer Produkt erzählen? Wir bauen nachhaltige Modulhäuser, vom Tiny House bis zum klassischen Einfamilienhaus oder auch größere modulare Gebäude. Wie kam es denn zu der Produktidee und dann letztendlich auch zur Gründung? Ich bin Anfang 30, irgendwann kommt dann mal so die Frage, will man eigentlich ein Haus? Irgendwie reden alle davon so und ja, Lebensumstände verändern sich. Ne? Und dann hatten wir eben die Idee, könnte man nicht ein Hauskonzept entwickeln, was man später nochmal erweitern kann, wenn man zum Beispiel Kinder bekommt oder noch ein Büro braucht oder sowas. Und was man aber auch nochmal an einen anderen Ort transportieren kann. Wir wollten das Thema Nachhaltigkeit wirklich auf allen drei Säulen aufbauen, weil wir da eben nicht nur auf die Energieeffizienz Wert legen, sondern halt auch auf die Kreislauffähigkeit der Materialien, dass man dadurch eben die Förderfähigkeit hat und das Haus später erweitern kann. Und auf einer sozialen Komponente ist es eben damit sehr viel einfacher, verschiedene Lebensrealitäten abzubilden.